Hallo Reptilienfreunde und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Steven und ich bin Sven und hier oben seht ihr Kermit, der beobachtet uns gerade. Ja, es ist wieder eine Woche um und im heutigen Video geht es ein bisschen um einen Hilferuf. Und zwar haben wir das Problem, dass der Kleine relativ schlecht in der Vielfalt ist. Er mag nur Babymäuse. Was haben wir noch rausgefunden? Er hat Rinderherz gegessen. Er isst Eier gekocht und auch als Rührei. Ja, und sonst an Insekten will er überhaupt nicht. Da dreht er sich weg, da möchte er überhaupt gar nichts. Ja, aber vielleicht habt ihr einen Tipp, was wir machen können. So ein bisschen was wurde ja schon geschrieben, so ein paar Tipps haben wir schon ausprobiert und werden wir noch ausprobieren. Ja, aber jetzt zeigen wir euch einfach, was so in der letzten Woche passiert ist. Er, wie gesagt, ist super beisammen. Guckt mal hier. Ja. Er hat auch mittlerweile aufgehört, seine Fluchten zu organisieren. Das scheint hier alles zu funktionieren. Hier oben ist er. Er hat gerade gefressen. Ja, er ist aktiv. Er liegt hier und schläft immer unter so einer Schieferplatte. Da sind so ein paar Abstandshalter. Er mag das wohl gerne, dass er sich irgendwo einquetscht. Ja, sonst sind wir voll und ganz mit ihm zufrieden. Aber wenn ihr ein paar Tipps habt, wie wir ihn zum Fressen von Insekten leiten können, wie ihr seht, da sind jedes Mal Schaben drin. Wir haben Zovovas, Mehlwürmer, alles Mögliche lassen wir hier drin rumlaufen. Aber das scheint alles nicht so sein Fall zu sein. Na gut, wir zeigen euch ein paar Clips und sehen uns dann in einer Woche wieder. Ja. Bis dann. Ciao. Ciao. Thank you.
schauen wir mal, ob ich ihm nochmal wieder was zu trinken geben kann.